Quicksort auf beliebigen Sequenzen haben wir schon kennengelernt. Jetzt betrachten wir einen wichtigen Sonderfall. Die Sequenz ist ein Array und der Algorithmus soll die zu sortierenden Werte nicht von einer Sequenz in die andere speichern, sondern alle Operationen sollen in diesem einen Array stattfinden, daher in place. Die Rekursion sieht dann aber völlig anders aus. Jeder Aufruf von Quicksort erhält das ganze Array sowie einen ersten und einen letzten Index, die zusammen ein Teilarray eingrenzen. Das werden wir später besser verstehen, wenn wir zu den beiden rekursiven Aufrufen kommen. Wir nehmen wieder dasselbe Beispiel wie beim allgemeinen Quicksort und auch wieder den Pivotwert 3. Als erstes wird ausgezählt, wie viele Werte im Array kleiner als Pivotwert 3 sind, wie viele identisch Pivotwert 3 und wie viele größer. In diesem Beispiel sind 3 Werte kleiner, also wird der erste Marker M1 auf die Position 4 gesetzt. Zweimal kommt Pivotwert 3 vor, daher wird der zweite Marker M2 genau 2 Positionen weiter als M1 gesetzt, also Position 6. Das Array wird nun so umgeordnet, dass alle Werte kleiner als Pivotwert 3 an den Positionen vor M1, alle Werte größer als 3 an den Positionen von M2 an inklusive M2 und alle Werte gleich 3 dazwischen platziert sind. Dazu werden 3 Laufindizes benötigt, I1, I2 und I3, jeder initial auf den Anfang eines der 3 Teilarrays gesetzt. Die Werte an den Indizes I1 und I2 sind jeweils im falschen Teilarray, durch einen Tausch können sie aber beide ins richtige Teilarray kommen. Also werden die beiden Werte getauscht und I1 und I2 rücken jeweils vor. In diesem Bild ist I2 schon um 1 vorgerückt, stünde an der neuen Position von I2 keine 6, sondern Pivotwert 3, wäre I2 noch weiter vorgerückt, denn eine 3 im mittleren Teilarray braucht ja nicht mehr behandelt zu werden. Genauso rückt I1 um eine Position vor. Hier steht jetzt eine 1, die ist kleiner als Pivotwert 3 und daher schon im richtigen Teilarray. Also rückt I1 um noch eine Position weiter vor. Nun rückt I1 nicht mehr weiter vor, sondern bleibt auf der 4 stehen, denn die 4 ist im falschen Teilarray und muss daher behandelt werden. Die 4 kann in die dritte Teilsequenz getauscht werden, sodass wenigstens I3 um eine Position vorrücken kann, I1 natürlich nicht. Jetzt können die 3 bei I1 und die 6 bei I2 getauscht werden, sodass wenigstens I2 um 1 vorrücken kann, I1 natürlich wieder nicht. Der Laufindex I2 ist über das Ende der mittleren Teilsequenz hinausgelaufen. Das bedeutet, dass die mittlere Teilsequenz jetzt fertig ist. Wir haben gesagt, die Laufindizes rücken immer so lange vor, bis sie auf Werten stehen, die nicht in die jeweilige Teilsequenz gehören. Da eine der 3 Teilsequenzen fertig ist, müssen die anderen beiden Laufindizes also auf Werten stehen, die in die jeweils andere Teilsequenz gehören. Und tatsächlich gehört die 6 bei I1 in die dritte und die 1 bei I3 in die erste Teilsequenz. Nach dem Tausch rücken beide I1 und I3 daher 1 vor. I3 ist in diesem Bild schon vorgerückt. Und da auch die 5 in die dritte Teilsequenz gehört, rückt I3 noch einmal vor und die dritte Teilsequenz ist fertig. Wenn 2 Teilsequenzen fertig sind, in diesem Fall die zweite und die dritte, muss zwingend auch die andere fertig sein, in diesem Fall die erste. Warum? Weil ein falscher Wert in der ersten Teilsequenz ja irgendwo anders hingehört, entweder in die zweite oder in die dritte Teilsequenz. Diese kann dann aber auch noch nicht fertig sein. Daher ist es nicht verwunderlich, sondern sogar zwangsläufig so, dass I1 jetzt noch einen Schritt vorwärts macht und die erste Teilsequenz ebenfalls fertig ist. Wie anfangs gesagt, erhält der Quicksort-Algorithmus als Eingabeparameter das ganze Array, sowie zusätzlich den ersten und den letzten Index des Teilarrays, das rekursiv sortiert werden soll. Im Bild also der erste und der dritte Index. Auch das hier gezeigte Beispiel von insgesamt 8 Werten muss überhaupt nicht das ganze Array sein, sondern kann auch selbst ein solches Teilarray sein. Der Aufruf von Quicksort auf alleroberster Ebene erhält dann den allerersten und den allerletzten Index des Arrays als Parameter. Ergebnis des rekursiven Aufrufs ist eine sortierte Teilsequenz in place im Array. Als nächstes wird Quicksort rekursiv mit der dritten Teilsequenz aufgerufen. Ergebnis ist wieder eine sortierte Teilsequenz in place im Array. Und damit ist das ganze Array sortiert. Wie beim allgemeinen Quicksort betrachten wir auch bei der In-Place-Variante den Fall noch einmal extra, dass der Pivotwert nicht im zu sortierenden Array vorkommt. Das Beispiel ist wieder dasselbe und auch der Pivotwert ist wieder derselbe, die 4. Die Marker M1 und M2 haben wir schon kennengelernt bei dem Beispiel mit Pivotwert 3. Alles links von M1 soll in der Umordnung des Arrays kleiner als der Pivotwert sein,
alles von M2 an soll größer als der pivot-Wert sein. Wenn der pivot-Wert im Array nicht vorkommt, dann fallen M1 und M2 also zusammen. Der Algorithmus prüft nicht, ob der pivot-Wert im Array vorkommt, sodass er also alle drei Laufindizes i1, i2 und i3 einrichtet. Laufindex i2 ist aber schon von Anfang an über das Ende der mittleren Teilsequenz hinausgelaufen. Das passiert nicht erst im Laufe des Algorithmus. Im Spiel sind von Anfang an nur i1 und i3. i1 rückt vor und nochmals und steht jetzt erstmals auf einem Wert, der im ersten Teilarray falsch ist. i3 stand von Anfang an auf einem Wert, der im dritten Teilarray falsch ist und ist daher nicht vorgerückt. Jetzt werden die 7 und die 3 vertauscht. Und daher rückt i3 um 1 vor. Und natürlich auch i1. Und i1 rückt gleich um noch eine Position vor, da auch die 1 kleiner als der Pivotwert 4 ist. Jetzt werden die 6 und die 2 vertauscht. i3 rückt hinter das Ende der dritten Teilsequenz. Und i1 rückt hinter das Ende der ersten Teilsequenz und fertig. Wieder wird Quicksort rekursiv mit der ersten Teilsequenz aufgerufen, die dadurch sortiert wird. Als nächstes Aufruf von Quicksort mit der zweiten Teilsequenz, die dadurch ebenfalls sortiert ist, und somit ist das ganze Array sortiert. Der allgemeine Fall, bevor einer der drei Laufindizes bis zum Ende seines Teilarrays durchlaufen ist, sieht schematisch so aus. Jeder der drei Laufindizes steht auf irgendeiner Position in seinem Teilarray. So sieht die schematische Situation aus, wenn das erste Teilarray fertig ist, die anderen beiden aber noch nicht. Und so, wenn hingegen das zweite Teilarray fertig ist und die anderen beiden noch nicht. Und so, wenn das dritte Teilarray fertig ist, die anderen beiden noch nicht. Wenn zwei Teilarrays fertig sind, ist immer auch das dritte Teilarray und damit das gesamte Array fertig.